Wir sind im Diner. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. Mann, was hab ich nur getan? Shit, Max. I thought we were on the same team. Now I'll die alone. I can't Max, believe I hope you do me. The right thing. Now you're I going hope. To kill me? Max, please save us. Save the Bigfoots, Max. Please. Honey, I always thought of you like a daughter. And now you're gonna take me away from my family. Why would you do that? Max. So this is how you're Max exactly gets the her kind revenge. Of soldier I'd want by my side in a war. Breaker, breaker. Thanks for saving me and carrying my the load. Husband and new baby. Don't let That's the squirrels die. Without me. I thought you were one of the few Please, people Max, I could don't trust kill me. At so work. Kate. We can finally have I our thought. Tea session. Max, Max, I want you to know how much confidence you gave me. Nobody ever did I that. I thought for you me. Were one of the few I survived people poverty I could trust and an abusive well. Family. I thought just so I can end Who? Up here to die. Who are you? Holy shit, are you cereal? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? Oh, ich werd grad voll emotional, muss ich ehrlich zugeben. Ich hab doch nur versucht zu helfen. I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. Mir liegt was an ihnen, ist doch klar. Ich habe doch versucht, allen zu helfen. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Natürlich. Wir sind es alle wert zu leben. We all are. This isn't about Chloe or even me anymore. Gosh, you're so selfless now, Mahatma Max. It's too bad you pissed your power away on high school drama. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. Ach was. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Kommt sie? Chloe. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. Welche Max bist du? After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Heiliger Strohsack. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Oh. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place.
Yep, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance! Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl! Yo, turn it off! Turn it off! You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Mit dem Joint in der Hand. Oder ist es eine Zigarette? You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming? Max, start from the beginning. Tell me everything. Guck mal, das T-Shirt von Max irgendwie. Das ist echt komisch. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super-sized. I don't feel so super. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Krass, der Zug. Und hier? I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! You can't go back to your dorm now, you're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. Ich will auch rein. It feels like a different world from yesterday. Jeez. We left a skid mark on Blackwell last night. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. I double dare you. Kiss me now. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight... Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am... It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend.
Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. Oh, ich kann mir das nicht auch noch mal anschauen. Chloe, you're back. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel! Oh, Rachel, no, no, please not her! Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I love her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Allein schon, dass sie geweint hat, Chloe, das hat mich so mitgenommen. Okay. Okay, und jetzt? Wir sind wieder da. Max, can you hear me? Say something, Chloe. I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. Der Leuchtturm. Es explodiert oder was? Oh mein Gott. Der Sturm. Wir können doch nichts mehr machen, oder? This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. All I really created was just death and destruction. Fuck all of that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did, except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield, and you're amazing. Genau, du bist super. Chloe ist auch super. Ihr seid beide super. Es ist passiert, was passiert Max. Ist. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm at a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate. Chloe,
Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Das ist gerade dein Herz. Puh, zum Glück ist auch keine Kamera auf mich gerichtet. Ich kann doch nicht Chloe opfern. Arcadia Bay opfern. Was ist das für eine Entscheidung? Ich will gar keine Entscheidung von diesen. Ich will überhaupt nichts treffen, überhaupt nichts tun. Weißt du was? Chloe. So einfach werde ich es dir nicht machen. So einfach werde ich es dir nicht machen. Wir haben so einen langen Weg hinter uns. Den werden wir auch jetzt gemeinsam weiter bestreiten. Max, it's time.
Wow. Episode 5, Polarized. Ist vorbei. Krass. Boah, Armin, da haben die mich richtig nochmal gekriegt. Ja. Die machen mich gerne emotional, die Leute hier. Aber okay. Das war Life is Strange. Ich bin gerade noch ein bisschen neben der Spur. Also, so wie es aussieht, haben nur Max und Chloe überlebt. Und alle anderen sind tot. Inklusive Warren, Joyce und was weiß ich, wer noch alles oder was. Ist es gerade dein Ernst? Vielleicht wurden sie aber auch evakuiert und sind alle sicher. Eine Leiche habe ich jetzt gesehen, die war jetzt bedeckt mit so einer Decke oder so. Aber was soll ich jetzt noch dazu sagen? Okay, auf jeden Fall jetzt ein kurzes Fazit. Das Spiel ist absolut toll. Es ist tiefgründig. Es ist witzig. Mitreißend, emotional, leidenschaftlich, tolle Charaktere, tolle Story, krasser Plot-Twist mit Jefferson, Maxine Caulfield, Chloe Price. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Richtig geiles Spiel, absolut empfehlenswert. Das ist ja die erste Staffel des. Inzwischen kriegt man das Spiel auch richtig günstig. Also ich hätte das Spiel auch für 60 Euro gekauft. Das Spiel kostet, glaube ich, keine 10, 15 Euro mehr. Also das ist auf jeden Fall ein Pflichtkauf für jeden, den sowas interessiert in Sachen Adventures und Storytelling. Geile Storygeschichten. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Und so wie es aussieht, konnte man auch die ein oder andere Entscheidung tatsächlich treffen. Nicht so bei anderen Spielen, zum Beispiel, wo man dann meint, dass man Entscheidungen trifft, aber sie gar nicht so wirklich die Story beeinflussen. Zum Beispiel die ganzen Telltale-Spiele leider, die so waren. Auf jeden Fall Life is Strange, richtig geiles Spiel. Dontnod, euer Team, ich grüße euch, tolles Spiel habt ihr gemacht. Wow. Ich habe jetzt noch den Standalone DLC besorgt. Before the Storm, also vor dem Sturm, meine englische Sprachausgabe ist gerade nicht so toll. Also das Spiel wird auch noch gespielt, das glaube ich, keine Ahnung was es ist, ein Prequel zu Life is Strange, keine Ahnung. Und Captain Phillips, oder wie das heißt, Captain Phillips ist ein Film, Captain Spirit will ich auch nochmal zocken. Aber die Story mit Max, also die hat mich jetzt auf jeden Fall interessiert. Würde mich gern freuen, wenn es noch eine neue Story geben würde mit den beiden hier. Mit Max und Chloe. Weil soweit ich weiß, der zweite Teil hat nichts mehr mit Max zu tun. Ja, auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Wenn dir das Spiel gefallen hat, wenn dir das Let's Play gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und ja, schauen wir uns nochmal kurz die Ergebnisse an. Du hast dich entschieden, Arcadia Bay zu opfern. 48%, also mehr. Also die Mehrheit, 52%, hat sich dazu entschieden, Chloe zu opfern. Und ja, hier steht, 52% haben sich dazu entschieden, Chloe zu opfern. Und dann wäre Arcadia Bay halt gerettet, oder was? Ja, toll. Meiner Meinung nach, ich denke halt so, ein Menschenleben ist genauso wichtig wie 1000 Menschenleben. Wenn ich Chloe opfer, dann ist es für mich genauso schlimm, wie wenn ich 100.000 Leute opfer, aber ich habe diese 100.000 Leute nicht geopfert. Wir haben es doch vorhin erklärt bekommen. Max hat sich nicht dazu entschieden, diese Kraft zu bekommen. Ich wurde auch, und als sie die Kraft gegeben wurde, hat ihr auch keiner eine Verfahrensanweisung oder sowas gegeben, oder? Du kannst doch nicht jetzt einfach sagen, okay, ich töte jetzt Chloe und dann alle anderen sind gerettet. Ich würde mich mein Leben lang hassen, um sowas zu tun. Als wäre es jetzt nicht, das ist ja ein Videospiel. Da würde ich jetzt in echt sowas entscheiden müssen. Würde ich das niemals tun. Stattdessen habe ich lieber das Bild zerrissen und habe die Geschichte seinen Lauf nehmen lassen. Aber ich kann doch nicht einfach so meine beste Freundin, dann noch die Einzige, die mich versteht, die mich liebt, die mich mag, die Einzige, die soll ich dann töten, um Arcadia Bay zu retten? Keine Ahnung, ich wusste ja nicht, was da passiert, aber okay, jetzt weiß ich, dass Arcadia Bay halt, dass alle gestorben sind, aber würde ich diese Entscheidung jetzt überdenken? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, also will ich jetzt nachträglich nochmal Chloe töten, um andere zu retten? Und sie ist doch kein Mörder oder sowas. Sie ist ein Mensch, sie ist ein guter Mensch. Ich kann sie doch nicht einfach töten, nur um andere zu retten. Andersrum genauso. Ich wollte ja überhaupt keine Entscheidung von diesen beiden Wahlen treffen. Aber um das Spiel fertig zu spielen, musste ich irgendwie einen Knopf drücken. Aber man sieht ja auch an der Entscheidung, dass schon eher in Richtung Mitte war. Also 48% haben Arcadia geopfert, 52% Chloe. Es war ja kein 70-30-Verhältnis oder sowas. Also die Leute waren schon hin und her gerissen. Aber naja, ich glaube, das war ja das, was die wollten, die Macher. Das Ende hat irgendwie auch keine Bedeutung mehr gehabt. So, das haben die extra so gemacht. Egal, welche Entscheidung ich treffe, man kann es niemandem recht machen. Darum geht's ja. Aber naja. Welche Entscheidung gab es noch? David hat eine Narbe aus dem Kampf davongetragen. 96% krass. Ah, ich hätte dafür sorgen können, dass er keine Narbe bekommt. Aber naja. Aber am Ende ist ja David eh gestorben. Also wegen dem Sturm, ne? Aber krass, 96-4%. Also fast keiner hat es gepackt, irgendwie dafür zu sorgen, dass er keine Narbe bekommt. David hat Jefferson getötet, 48%. Okay. Du hast den Trucker gerettet, 56%. Du hast Evan gerettet, 58%. Du hast Alistair gerettet, 59%. Mhm. Du hast den Fischer nicht gerettet. Wie sollte ich ihn retten? Ich wusste das nicht. Wie hätte ich ihn retten sollen? Ich habe noch rumgeschaut, was ich tun kann. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Wäre schön, wenn ich es erklärt bekommen würde, wie ich ihn jetzt hätte retten können. Aber okay, jetzt, der ist gestorben, leider. Sorry, Kollateralschaden. Was soll ich machen? Du hast Joys Meinung zu David nicht verändert. Ich erinnere mich gerade gar nicht. Was hätte ich... Hä? Gab es da ein Gespräch oder so? Dass ich Joyce dazu bringe, dass sie David wieder mag? Keine Ahnung. Du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt? Hä? Wann war dein Gespräch mit Frank? Du hast Frank die Wahrheit über Rachel nicht gesagt. 40%. Hä? Ich hab keine Ahnung. Ach so! Jetzt kapiere ich es, als ich doch bei dem Foto war mit Warren. Ich habe mit Frank und Joyce gar nicht geredet gehabt. Ach ja, ist ja egal. Ich habe ja dadurch, dass ich das Foto... Ich habe Warren geküsst, 74%. Schön, dass die meisten Leute auch Warren geküsst haben. 4% haben ihm die kalte Schulter gezeigt. Ja gut, da wollte ich einfach gar nicht mit den Leuten reden, weil ich wollte einfach nur in das Foto reingehen, um die Story wieder zu verändern. Also da ist es wurscht, dass Joyce Meinung nicht geändert oder Frank die Wahrheit über Rachel gesagt. Ist egal. Ich habe gar nicht mit denen geredet. Aber okay. Und dann war es das mal. Und beim nächsten Video, beim nächsten Let's Play geht's weiter. Macht's gut. Ciao.